mit dieser schönen Musik hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher Blood and Wine. Bei dem Gesicht helfen noch keine Salben mehr. Er ist wahnsinnig! So helft mir doch! Junge. Okay, was ist das für ein Symbol? Ganz ruhig. Keine Schlägereien. In der letzten Folge haben wir nicht die anscheinend alten Freund getroffen. Ich hab schon wieder zu viel bezahlt. Und was ist das jetzt für eine Kamera? Sei gegrüßt, tapferer Held. Ich bin Raphael de Surmont, der herzogliche Kämmerer. Aha. Ich bin Geralt. Was machst du hier genau? Ich bezahle die fahrenden Ritter. Oh. Wofür denn? Sie ziehen über die Straßen und beschützen Toussaint vor Banditen und Monstern. Es ist nur recht und billig, dies angemessen zu kompensieren. Merke auch du es dir, Herr. Wenn du erfolgreich eine Hanse zerschlägst, einen Mitritter aus einer Gefahr errettest oder einen Kaufmann aus der Gewalt von Halsabschneidern befreist, dann komm zu mir und du sollst belohnt werden. Oh, nice. Du kaufst auch Sachen, ja. Ich würde mir gerne mal deine Bücher ansehen. Die, die du verkaufst, meine ich. Auch deine Geschäftsbücher. Oh Gott. Oh Gott. Wie viele Bücher das sind? Notiz. Kaufe ich mir. Und Buch. Wow. Buch. Das heißt einfach Buch. Ja. Keine Ahnung. Das sind irgendwie 1000 Bücher, die ich alle nie gesehen habe. Proto-Flatterer-Buch. Fledermäuse und Gumaren. Basiliskenjagd. Ruxa. Garkin. Was ist das? Skolopo. Alter. Kann ich hier Sachen verkaufen? Hier, Kuh. Hier? Flöte. Gibt die Weste. Das Ding behalte ich. Kaufbrief behalte ich. Liebesbrief behalte ich. Kupferbecher, Silberbecher, das brauch ich nicht. DLC. Das behalte ich, ganz sicher. Glamme-Mario. Keine Ahnung. Was sein soll? Was hier? Laute. Kästchen. Bruder. Salpeter und eine Flasche. Kaufen wir den Schmutz schon mal, was ist das da? Börse mit Florin. Aha. Ja, keine Ahnung. Die Bücher werden wir wahrscheinlich irgendwie finden oder so. Lust auf eine. Okay, mach ich. LOL! 50! Du spielst wohl nicht zu. Ja, was haben wir denn? Wir haben noch Olgierd von Everreck. Pusht! Seine Mitmenschen, okay. Interessant. Und die Austauschen gegen eine andere Karte? Ne, sieht nicht so aus. Gaunter und Sinn. Okay. Ah, hier! Regis Rolle Terzier. Das ist er hier, okay. 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 Ja, dann, let's go, ja. Hebt die Fertigkeiten meines auf. Okay. 11, Sigi, Sternis, oder Stennis. Perfekt. Ich will eigentlich keine, abgeben. Oder? Doch, ihn hier. Ja, das war eine gute Entscheidung und dann manchmal ihn hier. Ja, perfekt. So muss es sein. Hier, erstmal. Zack. Ja, hier, bitteschön. Oh, wir haben alle Spione. Aber wir pushen ihn zuerst mal. So. Der Gegner hat gepasst.
Verstehe ich nicht. Könnten die beiden setzen, dann wären wir bei 20 Punkten. Das wäre noch angemessen. Wir haben hier eine Frau. Hier eine Frau. Ja. Ich würde mal sagen, einfach reinpushen. Okay, ein Reviver. Natürlich holt er sich ein Spion, habe ich mir schon gedacht. Ja, ja. Aber ich kann mir den Spion auch holen. Den Gila Vigo. Nochmal zwei Karten für mich. Dankeschön. Auch wenn ich nicht weiß, welche Karten ich bekommen habe. Ciri und Geralt an der Front. Mit Ibir. Schütze der schwarzen Infanterie. Das ist sehr schön, dass du das gemacht hast. Dann könnte ich gleich nämlich mit der Achterkarte legen. Ach, das sind Legendaries hier, ey. Das bringt dir gar nichts. Die kann ich setzen ohne Grund, also ohne Risiko. Dann setzen wir ihn noch hier. Bowen schützt nach, holt er sich wieder Karten. Gerne machen. Och, jetzt fängst du an, die Karten zu holen. Jo, Stefan scannen. Aber das gibt mir 9 Punkte. Das ist für mich nice. Für mich ist das sehr nice. Ne, Rettersporn lasse ich noch. Ne, lass mal. Komm, mach mal hier. Waffenjäger. Dann mach ich nochmal einen Revive. Revive der denn hier alles? Ja, gibt mir Punkte, ist mir egal. Ich mach jetzt noch einen Revive. Und zwar ihn hier. Wenn er meine Karten zerstören will, dann zerstört er sie beide auch mit. Also die 10er. Kann er ja gerne machen. Aber wenn ich die spiele, bin ich tot. Ich könnte seine 7er Karte vernichten. Hast du eine bessere Idee? Spiel deine Verbrennkarte. Ja! Nice! Weil wir haben ja noch das hier. Ich setze erstmal hier und dann setze ich Rittersporn hier oben rein, wenn er jetzt noch eine verbrennende Karte hat. Leider nicht, aber er hat. Das ist noch ein gutes Wetter. Verbrennen, kannst du gerne machen. Habe ich nämlich drauf gehofft. Und jetzt kann ich das machen. Darauf habe ich mich gewartet. Boom, Junge. War schon etwas schwieriger, aber wir haben es trotzdem geschafft. 100 Mistika, nice. Die Summe kommt nicht hin. König Bran. Lol. Neue Quest. Hurra, hurra, Skellige ist da. Ja. Das ist jetzt muss ich den Gewinnkartensatz von Skellige vervollständigen. Wahrscheinlich. Richtig? Wie viele Nebenquests haben wir schon? Wir sind doch gerade erst hier losgestartet. Alter. Sammeln die fehlenden Karten. Das, oh Mann. Weinfäden.
Okay, ja. Okay. Der Typ. Zu dem Typen gehen wir also, wenn wir so Nebenquests abschließen und Monster. Unruhe stiften verboten! Beinpanschen verboten! Gut, ich mach mal einen kleinen. Und wir haben ja ein Haus, stimmt. Ich bin aber erstmal hier in dieses. Wir müssen eigentlich die ganze Stadt mal leer looten, ne? Rüpel. Sollen wir damit mal anfangen? Ich hab schon Bock. Hier ist der Palast und das ist die ganze Vorstadt. Okay, ich würde mal sagen, dass wir am Rand bleiben. Können wir perfekt hier anfangen. Als Patronin fungiert dieses Jahr Herrin Vivienne de Tabry. Tapfere Ritter aus aller Herrenländer wettstreiten auch dieses Jahr wieder um den Titel. War es wirklich nötig, einen Hexer zu holen? Ja. Wozu haben wir eigentlich Ritter? Zum Reiten. Ihr braucht das ja nicht hier, ne, ihr Leute hier, ne? Oh Mann, die haben ja gute Sachen da drin. Mein Fahnen verbammt! Was? Was hat die gesagt? Ich hab das nicht mehr verstanden. Dritter Ruhplatz. Mhm. Hier ist abgeschlossen, okay. Hier? Ah, schön. Silberte Weinflasche. Oh, Kamin ausgemacht, sorry. Fünfte Essenz. Also hier, die haben echt einen schönen Loot. Alter, guck mal. Wie mega nice. Schönes Bett. Hier liegt ein Buch. Okay. Also der Loot ist echt nicht verkehrt. Sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Wenn man nicht viel Money hat. Ich hab nicht genug Geld. Nee. Nase, kitzelt wieder. Oh. Immer wenn ich aufnehme. Immer. Okay, wunderschön. Haben wir das schon mal geklärt? Oh Gott, hier unten ist auch noch was. Wie kommt man denn zu den Häusern? Ach hier. Rackbeerer? Tot? Einer der Mächtigen ist gefallen. Einer der Mächtigen? Hi. Das ist kein Held, sondern der Schlechter von Blaviken. Oh, er kennt mich ja sogar. Guck, die Kikimora. Ein Hexer. Ja. Ihr habt sehr viel. Was ist das denn hier? Eine Spitzhacke? Oder ein Anker. Ah, eher ein Anker. Das ist ein Schiffshaus. Was für ein Typ. Ich mach mir glatt in die Hose. Toll. Okay. Was ist hier? Moment. Ach so. Das ist das Lagerhaus. Ach, das war das hier. Gwind ist noch mein Untergang. Schon wieder verloren. Oh. Ah. Wenn du verloren hast, musst du neu laden. Spiel neu laden, hallo. Easy. Aber erstmal. Komm mal, speichern. Ah, hier kommen wir nicht rein. Okay. Okay, erstmal auf die Karte gucken, wo wir jetzt schon waren. Das haben wir abgelootet. Ich muss mal sagen, gehen wir jetzt in das Haus rein.
Also die Häuser, besser gesagt. Okay, Blumen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und dann anderen. Oh, Patient. Ist das ein Ärztehaus hier oder was? Ach, hier war ich schon drin. Oder? Nee. Hier war ich schon nicht drin. Aber hier gibt es auch kein Loot. Mann, hier gibt es kein Loot. Ich brauche Loot. Der Loot tut gut. Okay, hier ist schon mal nichts drin gewesen. Es schmerzt die Erinnerung an früher sehr. Mein Leben mit deinem. Ja, muss schrecklich barbarisch sein. Okay, hier ist irgendwie nichts. Ah, das ist schön. Bücher sind sehr gut. Boah, guck mal, die Kisten hier. Oh, ein Kleid. Okay. Ah. Camembert. Okay. Oh, schön hier, ne? Dieser Kamin da. Nicht schlecht. Geht noch höher sogar. Das ist ein Haus hier? Drei Etagen? Nice. Okay. Nicht schlecht. Was für ein Typ. Warte, ich mach mir glatt in die Hose. Soll ich fragen oder? Ich gehe mal einfach, ne? Okay. Oh, hier eine schöne Stadt. Stadt. Schönes Gemälde. Man kann den Fluss nicht mit einem Stock umdrehen. Setz dich und trink. Der Norden muss schrecklich barbarisch sein. Wieso? Hier? Hier geht's noch rein? Ja. Was? Bei Majorans Pfeiflunge, ein echter Hexer! Nee, ich bin nur fake. Schwerter? Mann, abgeschlossen! Warum schließt ihr denn ab? Mann, das ist schlau. Benimm dich bloß, Freundchen. Bist schließlich in Beauclair. Ah, danke schön. Die sind so freundlich. Also, die meisten sind freundlich. Skellige ist noch immer am freundlichsten. Zumindest die, die ich kennengelernt habe. Oh, dass unsere gnädige Herren einen so zuverlässigen Fachmann gerufen hat. Klar. Also, die Häuser sind riesig. Ich sag's ja. Niemand kennt den Tag und die Stunde. Dieser Händler, der unbedingt der Hanse entkommen wollte, hat sich volllaufen lassen, ist in den See gefallen und ersoffen. Was du nicht sagst. Okay. Ich kenne nur einen. Ach, Grobian! Der die Zeit kennt. Das ist der Typ. War es wirklich nötig, einen Hexer zu holen? Den wir platt gemacht haben. Der Norden den muss schrecklich barbarisch sein. Okay, dann haben wir das Haus auch geklärt. Vielleicht jetzt nicht die spannendste Folge. Vielleicht mache ich das auch offscreen einfach. Soll ich das offscreen machen? Ja. Oder? Ich überlege noch, ob ich das offscreen machen soll. Weil eigentlich habe ich es nie offscreen gemacht. Ich habe immer irgendwie alles gezeigt. Ich kann mich jetzt nicht unbedingt an Novigrad erinnern, wie ich da aufgenommen habe. Aber immerhin sehen wir so die Stadt. Wir haben noch mit den Narben vom Besuch dieses Hexers zu tun. Da auf der anderen Seite ist was. Ja.
Ja, die Häuser sind sehr gleich. Mann, ich will, dass Musik spielt. Und der Typ, der da sitzt, ist auch immer gleich. Ja, Musik, schön. Da oben ist irgendein Fragezeichen gewesen, da. Da! Da muss ich hoch. Was ist das hier? Aha. Na wetten, ist das auch abgeschlossen. Aha. Hier komm ich rein. Heil. Auch Loot. Das Turnier. Komme ich zu später mitzumachen? Wir haben noch einen Platz für jemanden, der bereit ist, die skellige Fraktion zu spielen. Oh lol. Arbeit veredelt. Aber Müßiggang macht glücklich. Sei gegrüßt. Ich kann dir versichern, Skellige ist genauso stark wie die anderen Fraktionen. Sie wird bestimmt auch bald als Kanonsatz anerkannt. Ich weiß nicht. Ich neige eher zu Nilfgaard. Muss mal darüber nachdenken. Geralt von Riva. Ich habe gesehen, dass ein Gwent-Turnier angekündigt wurde. Da bist du hier goldrichtig. Ich bin Graf Martin Monnier. Ich organisiere das Turnier. Und zwar nicht nur zum Zeitvertreib. Es ist eine Mission, um die neue Skellige-Fraktion zu bewerben, die mein lieber Bruder geschaffen hat. Verstehst du? Die neuen Karten. Erzähl mir mehr darüber. Sie wurden gestaltet, um den Geist der Inseln einzufangen. Diese raue, brutale Schönheit. Uns werden berühmte Skelliger begegnen. Helden der Legenden, Berserker und Bestien. Bran Tyrsech ist natürlich der Anführer der Fraktion. Oh lol, die haben wir schon. Und die anderen berühmten Skelliger? Hjalmar und Ceres Ancret natürlich, wenn auch nicht gemeinsam. Dann Hemdal der Held, der geschätzte Druide Moissac und so weiter. Mhm. Woher kommt die Idee mit der neuen Fraktion? Ist das nicht ziemlich aufwendig? Ich bin in ganz Beauclair als Gwent-Mäzen und Liebhaber bekannt. Genau wie mein Bruder, der nun schon einige Zeit tot ist. Mhm. Wir hatten noch eine weitere gemeinsame Leidenschaft, und zwar das Reisen. In unserer Jugend waren wir jahrelang auf See. Unser Territorium erkunden. In allen möglichen Ecken der Welt. Was uns damals wirklich gepackt hat, waren die Skellige-Inseln. Diese stürmische, fiebrige See, die sich selbstmörderisch gegen die Klippen wirft. Dieses Bild und zahlreiche andere, die ihm ähneln, haben meinen Bruder dazu inspiriert, eine neue Fraktion zu entwerfen. Okay, kann ich das abbrechen? Nein, kann ich nicht. Okay. Das Turnier. Wo muss ich mich anmelden? Hier bei mir. Einen Platz kann ich dir noch anbieten. Aber du müsstest die skellige Fraktion spielen. Weißt du, ich habe schon viele gute Spieler gefragt, ob sie die Fraktion übernehmen. Aber was sie nicht kennen, das wollen sie nicht. Sie wollen gewinnen. Daher bestehen sie darauf, mit ihren erprobten und gelobten Karten zu spielen. Um es kurz zu machen, du brauchst einen Deppen, der das Risiko auf sich nimmt und zeigt, dass mit Skellige nicht weniger zu reißen ist als mit den etablierten Karten. Am besten wäre es, mit den Karten deines Bruders das Turnier zu gewinnen. Wir verstehen uns ausgezeichnet, wie ich sehe. Aber ich habe die Karten nicht. Sieh diese Trophäe, aufrecht und stolz. Wenn du siegst, ist sie dein. Nice. Nicht übel. Würde sich gut in meinem Haus machen, auf der Anrichte vielleicht. Aber ich hab die noch gar nicht. Danke für das Angebot, aber ich bin nicht zum Spielen aufgelegt. Wie schade. Aber Stimmung und Talent müssen ja nicht übereinstimmen. Und vielleicht überlegst du es dir noch. Das Turnier hat ja noch nicht angefangen. Vielleicht kann ich dich ja mit einem Satz skellige Basiskarten motivieren. Die übrigen behalte ich für mich. Denn ich werde auch die skellige Fraktion spielen.
Danke. Bis dann. Cool. Nice. Haben wir schon mal direkt, Haar war das, ne? Skellige! Und damit haben wir neue Karten bekommen. Okay, Geralt kommt ra- What the fuck ist das denn? Pilz? Was ist das? Was ist dieser Pilz? Madrema. Ciri kommt auf jeden Fall rein. Yennefer kommt rein. Willentreffen, Mech kommt rein. Der Elf kommt rein. Hjalma. Der hat uns einfach Hjalma gegeben. Ja, komm, der kommt mit rein. Lugos der Irre. Blaujung Lugos. Krieger des Clans am Krieg. Holger Schwarzhand. Donach an Hinder. Udalrik. Swandrige. Berser. Was ist das denn hier? Das ist so ein Bär. Leichtes Langschiff. Schildbeint. Birna Bran. Oh, da hat mir auch jemand erzählt in den Kommentaren, dass man die finden kann. Und die hängt dann irgendwo an den Klippen. Tatsächlich, genau so, so mit dem Stein hier. Müssen wir mal vielleicht irgendwann suchen. Werner Brady kann wiederbeleben. Die tue ich mit rein. Gauter und Himmler raus. Wettersport ist nicht schlecht. Madrömme. Keine Ahnung, was das sein soll. Die kommen rein, die kommen rein. Vielleicht nur eine Finte. Ja, und die restlichen Karten müssen wir noch bekommen. Aber Leute, wir haben einfach Hjalma bekommen. So. Krach an Krät. König Bran. Einheiten verlieren bei schlechtem Wetter nur die Hälfte ihrer Stärke. Okay. Krach an Krät, ja, ja. Alle Karten aus dem Friedhof gehen in ihre Kartensätze zurück. Okay, das ist das. Teilweise. Man braucht halt Spione unbedingt. Ja, nice. Wie sieht es jetzt mit meiner Quest eigentlich aus? 1 von 19? Ich glaube, das stimmt nicht. Ja, wir haben jetzt irgendwie so 20 Karten. Ja. Vielleicht so hier Ceres haben wir noch nicht zum Beispiel. Was für ein Typ. Ich mach mir glatt in die Hose. Okay, das ist nice. Und hier kann ich nicht rein. Mist. Auch Loot. Das ist kein Held, sondern der Schlechter von Blaviken. Klar. Ich bin Hoflieferant der Herzogin persönlich. Ah, ich hole mir die Schokoladensoufflés. Ich brauch die. So, tschüss. Okay. Dann habe ich schon mal einiges erkundet auf jeden Fall. Diese drei Häuser. Die drei Häuserblocks. Und es kommen noch 300 weitere auf uns zu. Oh Mann, ey. Geh noch vielleicht in das lange so Haus da. Bei dem Gesicht helfen noch keine Salben mehr. Oh Mann, ey. Wo sind deine Manieren? Wow! Halt mal! Blumen. So eine schöne blaue Sternwand hier so, ne? Sterntapete. Alter! Wie viel Loot man da findet! Das ist echt nicht... Wow, das ist einfach krass. Einfach nur krass. Okay, ich habe einen lustigen Bug gefunden. Wenn man nach unten guckt, wird es hell. Und wenn man nach oben guckt, dunkel. Das ist sehr verwirrend. Alter. Ein Diamant. Ja, ist klar.
Nice. Okay, das muss ich unbedingt doch in den Folgen lassen. Weil... Oh. So viel Stuff. Nicht drängeln. Hi. Diesen Keller. Ganz natürlich nicht runter. Oh. Kunst ist nicht das Brot, sondern der Wein. Hä? Stiefel abstreifen vor dem Eintreten. Nicht schmatzen, nicht mit den Fingern essen, nicht mit dem Messer in den Zähnen stochern. Was? Ach, ich scherze nur. Du, Herr, bist offensichtlich nicht im Stall geboren. Willkommen in der Fasanerie, der besten Herberge im ganzen Herzogtum. Aha. Angebot. Und gewinnt natürlich mal wieder. Kann ich diese Sachen verkaufen? Ah. Ja, doch, die bietet gut dafür. Gönn dir. Den ganzen Kram brauche ich eh nicht. Das behalte ich natürlich. Willst du noch irgendwas haben? Keine Ahnung. Die Brille. Nein, die verkaufe ich nicht. Okay. Ja, eine Platte gewinnt. Oh, wie viel Geld man ich weiß, kann? Du hast zu tun. Nee, damit spiele ich nicht. Mit Skellige spiele ich jetzt noch nicht. Habe ich hier eigentlich auch eine Karte? Ah, hier einmal kann man nur bei den anderen Gegnern werden. Okay. Gut. Let's go. Sie spielt mit Monstern, interessant. Nicht schlecht. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir diese Gwen-Partie zu Ende. Und dann gucken wir mal, ob ich ja, noch ein bisschen weiter loote oder mal Nebenquests oder so anfange. Oder Hauptquests oder so. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein!